Morgen, Frau Hofer. Morgen, Herr Stadler. Mei, Sie sind ja schon wieder spät dran. Ja, mei. Frage? Frühstück? Antwort im Kühlschrank. Ich muss los, Stadtratssitzung. Bis heute Abend. Servus. Aha, wunderbar. Nein. Morgen, Frau Stockel, was gibt's denn? Guten Morgen, Herr Stadler. Herr Stadler, folgendes. Es gab eine Leiche, und zwar in der Fabrik Knödel-Heise. Was, Gnädel schon vorm Frühstück? Das ist einmal was ganz was Neues. Haben Sie heute noch nicht gegessen? Nein, das ist wurscht, wohin muss ich? In die Schönerer Straße Nummer 5. Gut, ich bin auf Weg, Stadler, Ende. Bis später. Morgen, Stockel. Guten Morgen, Michi, stell dir vor, der Herr Stadler hat schon wieder verschlafen. Dann soll er sich einen gescheiten Wecker kaufen. Ich brauche jetzt einmal einen Muntermacher. Stopp! Michi, der Kaffee muss warten. Es gab halt nämlich eine Leiche, und zwar ein gewisser Roland Heise. Was? Der Knödelkönig von Rosenheim? Kennst du den? Ja, sag mal, kennst du den nicht? Von dem ernähre ich mich. Der macht alles mit Knödel. Spinatknödel, Speckknödel, Kaspressknödel, echte Zwetschgenknödel. Michi, jetzt hat sie's ausgeknödelt. Roll dich. Der Heise. Zander, Forelle, Saibling. Was, vom Chef persönlich geangelt? Ist denn ernst? Freilich, heut geht's zum Fischen. Hast du überhaupt einen Angelschein? Also, weißt schon, Wildangeln ist nämlich strafbar. Ich hab in meiner Jugend mit ein paar Spätzeln die Prüfung gemacht. Wir waren damals öfters zetteln und haben uns unser Abendessen selber gefangen. Aha. Warte mal, ausgestellt 1987? Ist der nicht schon verfallen, Herr Donato? Ein Fischereischein, der gilt in Bayern auf Lebenszeit, du Gescheithafer. Außerdem ist das, wenn wir mit dem Radl fahren, das verlernt man ja. Aber die Angelkarte ist schon aktuell, oder? Freilich. Genauso aktuell wie meine Ausrüstung. Mit Hose, Stiefel, Ködern, Kunstfliegen, Blinkern und Spinnern. Wie passend. Ja, spotty nur. Heute Abend wirst du schon sehen. Ich lass mir das nicht entgehen. Ich mir auch nicht. Aber jetzt muss ich los. Viel Glück, Joe. Das heißt Petri Heil. Oder so. Tschüss, Hansen. Donato. Und ich mach mir auf zum Bögelsee. Darin schwimmt unser heutiges Abendessen. Ja, das aber auch erstmal anbeißen muss, ne? Wirst du schon sehen. Ja. Schönen guten Morgen, Frau Stockel. Lassen Sie mich raten, es gabert eine Leich. So, jetzt. Ja, also der Tote ist der Roland Heise, Gründer von Knödel Heise. Verwitwet, Buben. Jetzt haben wir gerade erst sein 60er gefeiert. Das ist alles in der Zeitung stand. War der in Rosenheim so bekannt? Sagen Sie mal, Hansen, kennen Sie den nicht? Heise Knödel von Knödel Heise. Kennt er nicht. Da drin werden sie hergestellt. Mit Spinat, mit Speck, mit Kas, mit echten Marillen. Die Klöße. Die Knödel. Lieber einen Knödel auf dem Teller als ein Kloß im Hals. Gut, Herr Mohr, wer hat den Toten denn gefunden? Ja, sein Bruder, Benjamin. Der arbeitet da mit in der Firma und jetzt wartet er auf euch in seinem Büro. Ja, aber vorher schauen wir schon noch zur Frate. Ja. Ja, die Frate ist beim toten Herrn Heise im Büro drinnen. Braucht's einfach nur geradeaus weitergehen. Gut, danke. Bitte. Danke. Klöße. Ja, können Sie uns schon was sagen, Frate? Das Opfer wurde durch einen Schlag auf die Schläfe getötet. An dieser Stelle ist der Schädelknochen besonders dünn. Das heißt, der Mann war sofort tot. Haben wir vielleicht schon eine Tatwaffe? Leider nein, aber ich tippe auf einen nicht besonders großen und kantigen Gegenstand. Also sowas wie ein Hammer? Ja, das könnte hinkommen. Raubmord war es auf gar keinen Fall, denn Portemonnaie, Autoschlüssel und Firmenschlüssel haben wir im Jackett des Toten gefunden. Ja, das Büro ist ja nicht durchwühlt worden. Etwas gibt es da noch. Ich konnte weder in der Kopfwunde noch drumherum Schmutzpartikel oder Ähnliches finden. Vielleicht war die Tatwaffe nagelneu. Ja, oder sie wurde vor der Tat gereinigt. Oder so. Entschuldigt, Filmers, die Störung? Ich glaube, das ist wichtig. Die Spuse hat mir gesagt, bis heute in der Früh gekommen sind, war dieses Fenster bereits sperrangelweit offen. Das passt zu meiner Schätzung der Tatzeit. Gestern Abend zwischen 20 und 22 Uhr. Ja, also definitiv nach Feierabend. Haben wir eine Überwachungskamera? Ja, freilich. Aber nur eine, direkt beim Eingang. Gut, dann besorgen Sie uns bitte die Aufnahmen von gestern Abend, Herr Mohr. Und was ist mit dem Pförtner? Pförtner, das ist ein Herr Knauer, der arbeitet hier täglich zwischen 10 und 19 Uhr. Der wird uns nicht helfen können. Ja, aber befragen müssen wir trotzdem. Ja, freilich. So wie alle Mitarbeiter, Herr Mohr. Auch? Und rufen Sie doch gleich Frau Stockel an. Also Bankauskünfte, Testament. Menü komplett. So machen wir das. Danke. Ich bin dann fertig soweit. Danke, Vorteil. Ja, und wir reden dabei mit dem Sohn, oder? Ja, würde ich auch sagen.
Wiederschauen, Frau Arte. Folgendes, da draußen ist eine Frau Wimmer. Sie sagt, sie war die Sekretärin von Herrn Heise. Gut. Oder? Wunderbar. Ja. Ja. Ich mach mich jetzt auf zum Bögelsee. Nachmittag bin ich wieder da. Bis dahin schaffst du das, oder? Ich schon. Aber schaffst du es, genügend Fische zu fangen? Mach dir keine Sorgen, sondern lieber eine Ankündigung auf unserer Website. Ja? Am besten machst du ein Foto von der Tageskarte und stellst das online, damit die Gäste schon mal ein bisschen Appetit kriegen. Okay, mach ich. Aber wie bist du überhaupt auf die Idee mit dem selber Angeln gekommen? Erstens mal ist Fisch das neue Fleisch. Und zum Zweiten wollte ich für meine Gäste mal was Außergewöhnliches machen. Na, ich bin gespannt. Lass das schon sehen. Wie lange waren Sie da? Also respektive wann sind Sie nach Hause gegangen, Frau Wimmer? Gegen 5:30. Der Junior war da schon weg. Der macht gern überpünktlich Schluss. Aber der Seniorchef, der war schon noch da. Ja, dass der länger arbeitet, war normal. Der Benjamin war ja der einzige Sohn von Herrn Heise. Übernimmt der jetzt die Firma? Ich nehm's mal an. Ach, da fällt mir ein, der Seniorchef hätte morgen einen Termin bei seinem Anwalt Dr. Körner gehabt. Was wollte er da? Das weiß ich nicht. Hatte Roland Heise kürzlich Ärger mit jemandem, also mit Kunden, Mitarbeitern, mit irgendwem? Nicht mehr als sonst. Aber vor 5 Tagen, da gab es im Büro Streit mit seiner Verlobten. Aha. Und was ging's da? Keine Ahnung, die kam hier reingestürmt, ohne zu grüßen, und Heise hat die Bürotür zugemacht. Aber so böse, wie der geschaut hat. Das kann kein nettes Gespräch gewesen sein. Wie heißt denn die Dame? Der Chef hat sie mir nie vorgestellt, obwohl die mindestens schon 1,5 Jahre zusammen sind. Guten Morgen, Benjamin Heise. Entschuldigung, ich war noch an dem Call. Hier geht's ein bisschen runter und rüber. Ja, das ist verständlich. Schauen Sie, mein Name ist Stadler Grippo Rosenheim. Das ist mein Kollege, der Herr Hansen. Doch. Wir müssten Ihnen allerdings trotzdem ein paar Fragen stellen. Natürlich. Kommen Sie rein. Danke. Frau Wimmer hat Sie wahrscheinlich schon mit Informationen versorgt. Hat sie, ja. Ja, dann unser Beileid erstmal. Dankeschön. Danke, danke. Ja, Herr Heise, Sie haben Ihren Vater heute Morgen gefunden. Das heißt, Sie waren der Erste, der im Büro war, ja? Ja. Und dann habe ich sofort die Polizei gerufen. Gut. Ist Ihnen sonst irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Das Bürofenster stand auf. Ansonsten, die Tür war ordnungsgemäß abgeschlossen. Wo ist die Tür? War zugesperrt. Ja, das macht Frau Wimmer, wenn sie abends geht. Mein Vater hat dann seinen eigenen Schlüssel, wenn er noch arbeitet. Und wer hat denn sonst noch seinen Schlüssel? Für den Bürokomplex nur wir drei. Und der Pförtner. Und die Reinigungsfirma. Die haben den Generalschlüssel. Und wann, die gestern doch? Nein, vorgestern. Vorgestern, aha. Wie viele Mitarbeiter hat Ihre Firma insgesamt? Im Büro und im HR, also Personal, sind wir 8. Dann haben wir noch mal 30 Leute in der Produktion. Und an unseren anderen beiden Standorten noch mal genauso viele. Hat Ihr Vater in der letzten Zeit Probleme mit jemandem gehabt? Nicht, dass ich wüsste. Ich bin aber auch erst vor 3 Monaten aus den USA wiedergekommen. Ich war dafür ein MBA. Ein Master of Business Administration, ein Aufbaustudium. Ah. Ah ja. Ihr Vater war ja verlobt. Wie heißt die Dame? Sonja Herbert. Sonja Herbert, da soll es zuletzt Streit gegeben haben zwischen den beiden? Davon weiß ich nichts. Ich hatte letzte Woche Urlaub. Wie haben Sie sich denn mit Ihrem Vater verstanden? Bestens. Er wollte mir sogar die Firma überschreiben. Gut, eine reine Routinefrage. Wo waren Sie gestern Abend zwischen, sagen wir, 8 und 10? Im Biergarten. Ist ein bisschen spät geworden. Konnte sich jemand bezeugen? Da waren viele Leute, aber niemand, den ich kannte. Also nein. Herr Heise, vielen Dank. Das war's fürs Erste, gell? Sehr gerne. Wiedersehen. Wiederschauen. Wiederschauen. Okay. Ja, der Herr Mohr. Ja, aber leider mit 2 schlechten Nachrichten. Erstens, Mitarbeiter, keiner was gesehen, keiner was gehört. Ist eigentlich logisch, war ja schon Feierabend. Und die zweite? Wir finden keine Tatwaffe. Ja gut, hier wird der Täter oder die Täterin wahrscheinlich nach dem Mord mitgenommen haben. Was auch immer es war. Ja, aber die Frage ist doch, wie ist die Person nach dem Mord überhaupt rausgekommen? Weil laut Benjamin Heise war da zugesperrt. Und der Tote hat den Schlüssel ja noch bei sich gehabt. Also entweder hat jemand, der den Schlüssel besitzt, den Mörder reingelassen. Ja gut, da käme jetzt der Tote in Frage, die Frau Wimmer, der Sohn, der Pförtner und irgendjemand von der Reinigungsfirma.
Ja, oder der Mörder hat in der Firma gewartet, bis alle außer Roland Theise weg waren, hat ihn erschlagen und ist dann durchs offene Fenster abgehauen. Stimmt. Herr Mohr, spuren Sie uns jetzt einfach noch das Fenster vornehmen. He? Ja, machen wir Fingerabdrücke, ein bisschen Textilfaser und so. Gell? Und checken Sie bitte mal, ob bei der Reinigungsfirma vielleicht doch ein Mitarbeiter gestern Abend da war. Ja, ist recht. Und ob der Generalschlüssel fehlt. Kleine Frage. Soll ich vielleicht den Knauer? Der Pförtner. Genau. Soll ich den fragen, ob sein Generalschlüssel noch da ist? Unbedingt, Herr Mohr. Ja. Und Herr Mohr, wenn die Spurensicherung im Fenster fertig ist, dann sollen Sie sich gleich einmal das Haus vom Opfer vornehmen. Moment. Alles gespeichert? Ja, logisch. Verlobte. Hallo, liebe Frau Stockel. Folgendes: Wir bräuchten die Adresse von einer gewissen Sonja Herbert. Die ist. Gut, ich warte. Aha. Die hat eine was? Eine Erlebnisagentur. Aha. Und wo? Gut, gut. Vielen Dank. Bis später. Das ging ja schnell. Bergweg 7. Was bitte ist eine Erlebnisagentur? Na, das werden wir gleich erleben. Oh, ein Wortwitz. 1-1. Ja, grüß Gott, Herr Kasper. Ja, grüß Gott, Herr 80er. Das ist ja eine Überraschung, Sie hier zu sehen. Ich habe in meiner Jugend mal einen Angelschein gemacht. Deswegen habe ich mir gedacht, war es vielleicht eine Idee, weil meine Gäste heute einen Fisch kriegen, vom Chef persönlich geangelt. Donnerwetter. Naja, wie ich sehe, sind Sie auch bestens ausgerüstet. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall noch einen guten Fang. Danke. Danke. Ja. Frau Herbert? Tag. Hallo. Hauptkommissar Hansen, Kripo Rosenheim, mein Kollege Herr Stadler. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, wir müssten mit Ihnen sprechen. Okay, um was geht's denn? Ja, dürfen wir eventuell reinkommen? Hm? Bitte. Ja, bitte. Danke. Roland ermordet. Das ist ja schrecklich. Frau Herbert, vor 5 Tagen haben Sie ja mit dem Herrn Heise sauber gestritten. Ja, der Roland hat unser Wellness-Wochenende kurzfristig abgesagt. Da bin ich vielleicht ein bisschen sauer geworden. Aha. Haben Sie ihn da zuletzt gesehen? Was? Also bei dem Streit haben Sie da Herrn Heise das letzte Mal gesehen. Ja, aber wir haben vorgestern noch mal telefoniert und uns auch wieder vertragen. Und gestern? Wo waren Sie denn da, sagen wir, so zwischen 20 und 22 Uhr? Hier in der Agentur. Ich stelle gerade die Fotos für die aktuellen Flyer zusammen. Meine Kunden wollen ja immer wieder neue Angebote haben. War da jemand bei Ihnen? Nein, ich bin Alleinunternehmerin. Ja, was macht denn eigentlich so eine Erlebnisagentur genau? Ich verkaufe Erlebnisgutscheine. Also Surfbrett-Yoga am Gardasee oder Tandem-Fallschirmsprünge auf Fuerteventura, Iglu-Übernachtungen in Finnland, sowas. Also, und sowas wollen die Leute wirklich im Urlaub machen? Also, ich meine, das ist doch ziemlich riskant. Hä? Alle Events werden natürlich von Profis durchgeführt und von mir persönlich betreut. Dann sind Sie ja ganz schön viel unterwegs. Hm? Konnte mein Hobby zum Beruf machen. Das ist schön. Gut, danke, Frau Herbert, das war's dann erstmal. Ne? Wiederschauen. Wiedersehen. Wiederschauen. Ja, da hat sie den Streit mit ihrem Verlobten runtergespielt, haben Sie gemerkt? Naja, gut, wenn ihm eine Hilde ein geplantes Wellness-Wochenende absagen, dann war der sauer. Aber angeblich haben sich die zwei ja wieder versöhnt. Sagt sie, ja. Aber Alibi hat sie keins. Mhm. Ja, Frau Stockel sollte die Dame mal überprüfen. Aber wir fahren ja jetzt sowieso ins Büro, oder? 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 Ja, danke. Ihr Kaffee. Vielen Dank, Frau Stockel. Sagen Sie, 80er, wie war es eigentlich beim Bürgermeister in Bad Aibling? Ja, war in Ordnung. Ach, auf dem Rückweg bin ich übrigens am Bögelsee vorbeigekommen und habe dort den Herrn Kasper getroffen. Was macht denn der Joe in aller Früh am Bögelsee? Angeln für sein Fischmenü heute Abend. Der Joe angelt? Ja, so wie ich ihn verstanden habe, ist er seit seiner Jugend passionierter Angler. Seine Ausrüstung kann sich jedenfalls durchaus sehen lassen. Das hätte ich dem Joe gar nicht zugetraut. Da bin ich ja mal gespannt, was der heute Abend alles auffischt. Auftischt.
Also, Frau Stockel, so wie ich Sie kenne, werden Sie das sicher bald in Erfahrung bringen. Hm. Ach, da sind Sie ja, Frau Stockel. Entschuldigung, ich war noch beim Herrn 80er. Der hat heute in der Früh ein Show am Bögelsee gesehen. Habt ihr gewusst, dass der angelt? Erst nicht, aber als er einen epischen Vortrag drüber gehalten hat, dann schon. Aha. Ja. Frau Stockel, Sie müssten bitte alles über die Verlobte des Toten rausfinden. Die mit der Erlebnisagentur. Das mache ich ja, Hansen. Die Bankauskunft von unserem Opfer dauert noch, aber ich habe hier die Telefonliste. Aha. Gab es denn am Tag vor dem Mord ein Telefonat mit Sonja Herbert? Ja, gab es einen eingehenden Anruf um 21 Uhr. Also hat's die Wahrheit gesagt. Ja, und dann taucht hier so eine Anwaltskanzlei auf. Mit der hat der Heise öfters telefoniert. Aha, Kanzlei Dr. Körner? Ganz genau. Da hätte unser Toter morgen einen Termin gehabt. Frau Stockel, finden Sie bitte mal heraus, was Herr Heise dort wollte. Auch das, Herr Hansen. Ah, das Nachlassgericht hat sich gemeldet. Benjamin Heise ist der Alleinerbe. Aha. Ah? Danke. Bitte. Schaut her, das sind die Unterlagen aus dem Büro vom toten Herrn Heise. Und jetzt passt auf. Die Spuse hat auf dem Fensterrahmen und auf dem Fensterbrettl keine Spuren entdeckt. Und auf dem Griff sind ausschließlich die Fingerabdrücke vom Opfer. Ja, dann kann der Täter doch nicht durchs Fenster abgehauen sein. Ja, also die Tür auch nicht. Die KTU hat mittlerweile die Überwachungskamera ausgewertet. Ah ja, und? Naja, um 17.28 Uhr ist der Benjamin Heise gegangen, dann alle anderen Mitarbeiter, um 18.12 Uhr die Frau Wimmer und dann der tote Hose. Er toter Heise. Ein Wortwitz. 2-1. Was mit den Reinigungskräften? War ja gestern gar nicht da. Und der Generalschlüssel fehlt auch nicht. Ja, da kann ja der Täter praktisch gar nicht im Büro vom Heise gewesen sein. Folglich wurde er nicht mit einem Hammer erschlagen oder sowas. Vielleicht stammt er die Wunde an seiner Schläfe von einer Schusswaffe. Da muss der Täter durchs offene Fenster auf Heise geschossen haben. Herr Mohr, gab es denn vor dem Fenster irgendwelche Fußabdrücke, Spuren? Na, das ist doch ein asphaltierter Parkplatz. Das ist doch kein Scheiß. Also wahrscheinlich auch keine Patronenhülse. Dann hätten wir doch im Büro eine Kugel gefunden. Na, oder zumindest in der Leiche. Aber die Wunde war ja eher untypisch für eine Schussverletzung. Na gut, vielleicht war es eine Armbrust oder eine Schleuder. Dann hätten wir doch trotzdem ein Geschoss gefunden. Was weiß ich, eine Stahlkugel oder ein Storn oder von mir aus ein gefrorener Knäll. Ja, gut, dann hilft's nichts. Wir nehmen uns jetzt mal die Akten vom Heise vor. Das macht's. Pfiat euch. Heute ist im Times Square Fischabend. Woher wissen Sie jetzt das? Ich kriege immer so Benachrichtigungen, wenn in Rosenheim Veranstaltungen sind. Und schauen Sie, der Joe hat gerade die Speisekarte online gestellt. Mhm. Zander, gegrillte Forelle, Saibling. Vom Chef persönlich geangelt. Cool, ich wusste gar nicht, dass der Joe angeln kann. Die Auftragsbücher von Knödel Heise sind jedenfalls gut gefüllt. Ja, dann ist die Übernahme für den Sohn quasi ein gemeinte Wissen, hä? Eine was? Frisch geschnittener Rasen. Aha, aha. Vielleicht ging es dem Junior nicht schnell genug? Oder der Vater hat sich's doch anders überlegt? Ja? Alibi hat er jedenfalls keins. So, das mit dem Anwalt wird leider erst morgen früh was. Die Assistentin vom Dr. Körner hat mir gesagt, dass er den ganzen Tag bei Gericht ist. Ja, dann halt erst morgen. Ich habe aber trotzdem noch was herausgefunden. Die Assistentin hat mir nämlich auch gesagt, dass der Dr. Körner den Heise schon mal vertreten hat. Ach. Gegen die Firma gab es nämlich ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung. Das ist sogar in der Zeitung gestanden. Mhm. Oh, die sollen gleich mehrere hunderttausend Euro am Fiskus vorbeigeschleust haben. Knödel Heise hat fingierte Rechnungen an eine Scheinfirma überwiesen. Ist Roland Heise denn verurteilt worden? Na, der nicht. Aber sein Prokurist, und der hat letzten Endes gestanden und ist zu einer Geld- und Bewährungsstrafe verurteilt worden. Und der Heise hat ihn rausgeschmissen. Haben Sie den Namen von dem Prokuristen? Ja, Werner Hopf. Soll ich ihn einbestellen? Wir bitten drum. Frau Stockel, ich bin begeistert. Herr Stadler! Ja? Servus, Frau Stockel. Schauen Sie, die Post. Danke, Frau Grasecker. Sie haben Sie gewusst, dass es heute im Times Square einen selbstgefangenen Fisch gibt? Die Frau Lange hat es gerade im Internet gelesen. Der Herr Kasper war anscheinend beim Angeln. Er ist noch beim Angeln. Der Herr 80er hat ihn heute in der Früh am Bögelsee getroffen. Was? Der kündigt ein Fischmenü an und geht jetzt erst zum Angeln? Ja, da bin ich gespannt.
Der Fisch soll schließlich frisch sein. Nix Tiefkühltruhe. Ich muss dann wieder. Wiederschauen, Frau Grasecke. Servus. Tragisch, dass der Seniorchef umgebracht wurde, aber was habe ich damit zu tun? Ich arbeite seit 6 Monaten nicht mehr bei Knödelheise. Das wissen wir, Herr Hopf. Stichwort Unterschlagung. Ne? Die Versuchung war einfach zu groß. Wie hoch war denn Ihre Geldstrafe? 25.000 Euro. Mhm. Und seitdem sind Sie vorbestraft und der heiße Senior hat Sie persönlich entlassen. Schnee von gestern. Ich habe mich selbstständig gemacht. Apropos gestern, wo waren wir denn zwischen 20 und 22 Uhr? Zu Hause. Fußball schauen. Allein. Aha. Gut, Herr Hopf, dann können Sie jetzt gehen, aber halten Sie sich bitte weiterhin zur Verfügung, ja? Selbstverständlich. Wiedersehen. Wiedersehen. Vielen Dank, Wiedersehen. Wiedersehen. Also für das alles wirkt er ziemlich entspannt, finden Sie nicht? Vielleicht verdient er als Selbstständiger gut. Also Entschuldigung, wer beschäftigt bitte einen selbstständigen Prokuristen, der wegen Unterschlagung vorbestraft ist? Das war da überall in der Presse. Ja, da haben Sie auch wieder recht. Jetzt schaut mal, was die Spusi gerade vorbeigebracht hat. Das haben sie in der Wohnung gefunden von unserem Toten. Ja? Sie müssen es umdrehen. Danke für dein großzügiges Geschenk. Kuss, Sonja. Und dann habe ich vorhin mit der Bank von der Frau Herbert telefoniert und die haben gesagt, dass die Agentur überhaupt nicht gut gelaufen ist. Aber vor 1,5 Jahren hat sie 40.000 Euro überwiesen gekriegt. Vom Roland Heise. Steht zumindest auf dem Kontoauszug. Die beiden waren verlobt. Ja. Ja, aber kürzlich gab's Zoff. Vielleicht hat das er satt gehabt, dass seine Sonja sich auf seine Kosten beim Fallschirmspringen auf Fuerte ein schönes Leben macht. Ja, aber das ist doch kein Mordmotiv. Nur eher drei ist ein Hopf zu. Wissen Sie was? Wir schauen jetzt beim Finanzamt und im Handelsregister nach, was der jetzt beruflich treibt. Das ist eine Spitzenidee, Herr Stadler. Christine, der muss noch raus. Mhm. Gut, danke, servus. So, das war jetzt der Herr Hartlmeier, mein Schrebergartennachbar, den habe ich wegen dem Bögelsee gefragt. Ah, der Joe ist der Angel. Ah, was haben Sie damit zu tun? Na, also der Herr Hartlmeier ist ein leidenschaftlicher Angler und er sagt, man weiß nie, was und wie viel man fängt. Ha, dann gibt's heute Abend im Times Square vielleicht doch keinen Fisch. Ja, Joe ist da gut ausgerüstet. Also mit Kunstfliegen und Blinker. Blinker? Was ist ein Blinker? Das ist ein Fischköder, Frau Lange. Aber selbst damit klappt's nicht immer, weil Angeln ist Glückssache, sagt er. Ja, wie so vieles im Leben. Ja, vielleicht hat Ihr Nachbar doch Unrecht. Also Joe hat schon als Jugendlicher sein Abendessen selbst gefangen. Vielleicht ist es ja eher eine Frage des Talents. Servus, Toni, da ist der Joe. Du, stell dir vor, ich hab wieder mit dem Angeln angefangen. Nur leider beißen diese Mistviecher heute halt ums Verrecken nicht. Blöderweise steht bei mir da auf der Speiskarte Fisch. Ja, jetzt bräuchte ich Forelle, Saibling, Zander. Nein, die kann ich nicht bei dir abholen, weil ich mein, der Fischgeschäft ist ja direkt am Marktplatz und da wird mich ja jemand sehen. Was? Du darfst vorbeikommen hier und darfst was bringen. Toni, du bist der Beste. Gut, vielen Dank. Wiederhören. Und? So, Werner Hopf stand tatsächlich als Prokurist von Knödelheise im Handelsregister, aber vor einem halben Jahr wurde der Eintrag gelöscht. Also pünktlich zur Entlassung. Also beim Finanzamt hat er keine Steuernummer, was er aber bräuchte, wenn er selbstständig war. Also hat er gelogen, ist arbeitslos. Mhm. Und ich habe im Einwohnermeldeamt nachgefragt. Er wohnt immer noch an derselben Adresse, noble Wohngegend, und ein dickes Auto ist auf ihm zerlassen. Nach seiner Entlassung und 25.000 Euro Strafe, das geht nur mit einem finanziellen Polster. Die Frau Atte hat sich gerade gemeldet, sie hätte was für euch. Gut, danke. Frau Stockel, überprüfen Sie doch in der Zwischenzeit, ob der Werner Hopf über Vermögen verfügt, ob er geerbt hat oder so. Mach ich. Danke. So, Frau Atte. Ja. Mhm. So, Frau Atte. Ich weiß jetzt, warum kein Projektil gefunden wurde. Roland Heise wurde mit einem Eiswürfel getötet. Das ist jetzt aber nicht Ihr Ernst. Doch. Laut der Spurensicherung war das Rätsels Lösung eine kleine weiße Spur auf dem Boden im Büro des Toten. Und laut Laboranalyse handelt es sich dabei um ausgepflückte Mineralien. Von einem geschmolzenen Eiswürfel? Ganz genau. Konnte dieser Eiswürfel theoretisch von draußen abgefeuert worden sein? Der Kollege tippt auf einen Schleuder. Gut möglich. Nach der Tat schmilzt das Eis und hinterlässt keine Spuren. Ist verdammt raffiniert. Bis auf die Mineralienreste? Ein perfekter Mord.
Eiswürfel als Tatwaffe. Da ist ja klar, dass wir keine Spuren finden. So einen Fall hatte ich noch nicht mal in Hamburg. Gut, selbst wenn wir jetzt wissen, dass der Hai sich durch einen Eiswürfel zu Tode kam, aber so ein Schleuder kann sich doch jeder besorgen. Nicht unbedingt. Jagdschleudern sind in Deutschland verboten. Mit Sportschleudern darf man schon schießen. Da gibt's sogar Vereine. Und bestimmt auch bei uns in der Gegend. Herr Mohr. Da fahren wir hin. Ah, und wir brauchen die Mitgliederlisten. Das ist doch logisch. Aha. Vielleicht haben wir ja Glück und stoßen auf den Namen eines unserer Verdächtigen. Mhm. Servus, der Joe hier. Eva hier. Sag mal, wolltest du nicht schon längst wieder da sein? Ah, bei mir läuft's gerade richtig gut mit dem Fischen. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich muss Tiefkühlkost besorgen. Ah, von wegen. Ich schick dir gleich ein Foto von meinem Fang. Du kannst gleich auf unserer Homepage da. Mach ich. Aber du weißt schon, der Fisch grillt sich nicht von alleine. Ja, ja, ich bin ja schon unterwegs. Servus. So. Oh. Respekt. Also von so einem Prachtexemplar kann der Herr Hartlmeier bloß träumen. Oh, kann der Joe wohl doch angeln. Also Fische. Vielleicht sollte sich Ihr Nachbar mal ein paar Tipps geben lassen. Keine schlechte Idee, Frau Lange. So, Hartlmeier. Ja, servus, Frau Hartlmeier. Grasecker hier. Also, der Telefonanbieter von der Frau Herbert ist endlich in die Hufe gekommen. Und in den letzten 8 Wochen hat sie häufig mit einer Nummer telefoniert. Und da gibt's auch eindeutige SMS. Er heißt, die zwei waren verlobt. Herr Stadler, lesen Sie halt einfach gescheit und nicht so wischiwaschi. Das ist kein R, sondern ein B und das B steht für Benjamin. Feigrot. Die Sonja Herbert hatte eine Affäre mit Benjamin Heise. Also mit dem Sohn ihres Verlobten. Ganz genau. Also wenn der Senior das rausgefunden hat, dann ist klar, warum es in seinem Büro so einen Riesenstreit gegeben hat. Was, wenn Frau Herbert darauf spekuliert hat, sich den Junior zu schnappen, aber Roland Heise stand im Weg? Oder der Heise Senior hat es mit der Affäre rausgekriegt, hat Schluss gemacht. Und da war das Telefonat vorgestern zwischen den beiden keine Versöhnung. Aha, damit wäre Benjamin Heise aber auch tatverdächtig. Ja, sein Vater könnte ihm gedroht haben, ihn aus der Firma zu schmeißen wegen der Affäre. Vielleicht sogar aus dem Testament. Vielleicht hat er deswegen diesen Anwaltstermin gehabt. Ja, aber wie gesagt, das erfahren wir erst morgen. Und ich würde jetzt so langsam Feierabend machen. Wohlverdient. Ja, aber wir fahren schon noch zum Benjamin Heise. Zum Knödelprinzen. Sind wir jetzt 2-2. Da schaust, gell? Vor allem, weil die Saiblinge filetiert sind. Die Sportzeit. Joe? Naja, es war halt nichts mit Petri Heil, mein Gott. Da hab ich den Toni angegriffen. Mit dem hab ich übrigens damals den Angelschein gemacht. Und wie hat der Toni dir geholfen? Der Toni hat das Fischgeschäft am Marktplatz. Aha, verstehe. Aber beste Ware. Es bleibt aber unter uns, oder? Ja. Frau Wimmer, der Herr Heise. Ah, der Junior ist schon weg. Ich sag ja, sein Privatleben hat Priorität. Schade. Hat der eigentlich eine Freundin? Wenn, dann weiß ich nichts davon. Dann sagen Sie mal, wie war denn das Verhältnis vom Junior zur Verlobten seines Vaters? Ich glaube, die zwei kennen sich kaum. Gut, eine letzte Frage noch, Frau Wimmer. Hat sich der Seniorchef seinem Sohn gegenüber in der letzten Zeit anders verhalten? Nein, aber der Ton zwischen den beiden war schon immer eher geschäftsmäßig. Aha. Mhm. Ja, gut, das war's schon. Vielen Dank, Frau Wimmer, und einen schönen Abend. Ja, danke Ihnen auch. Wiedersehen. Wiederschauen. Ich glaube trotzdem, dass unser Toter was über die Affäre rausgekriegt hat. Die Frau Herbert ist doch bestimmt noch in ihrer Agentur. Oh, na ja, von mir aus, weil sie auf dem Heimweg liegt. Wie gnädig. Na, so bin ich halt. Ja, Frau Hartlmeier, also wie gesagt, der Herr Kaspar hat einen richtig dicken Fisch aus dem See rausgezogen.
Ja, das finden Sie auch. Ihr Mann sollte sich unbedingt mit dem Herrn Kaspar unterhalten. Sie, ich muss jetzt langsam Schluss machen. Wollen wir uns später noch im Schrebergarten treffen und da weiterratschen? Beim Glas Wein? Ja, wunderbar. Da freue ich mich. Bis dann. Servus. Sie wollen doch einfach nur beim nächsten Grillabend Fisch essen. Ich helfe, wo ich kann, Frau Lange. Frau Herbert, Folgendes. Hatten Sie eine Affäre mit dem Sohn Ihres Verlobten? Ja. Ja? Haben Sie deswegen vor 5 Tagen gestritten? Nein, von der Affäre wusste Roland ja gar nichts. Da ging es um das Wellness-Wochenende, das habe ich doch schon gesagt. Ja, könnte es sein, dass Benjamin es seinem Vater gestanden hat? Nein, da waren wir uns einig, dass das ein Ausrutscher war. Was, 2 Monate? Das sind so lange ausgerutscht. Das ist einfach passiert. Das hat auch nichts mit Roland zu tun. Aha. Was das? Ich muss mich wirklich um die Flyer kümmern. Ja, von mir aus. Vielen Dank, Frau Herbert. Wiederschauen. Wiederschauen. Wiedersehen. Also das glaube ich Frau Herbert nicht, dass er mit Benjamin Heise einfach nur Spaß haben wollte und sonst gar nichts. Weil wenn ihr Verlobter nichts mitgekriegt hat? Genau das bezweifle ich. Deswegen sollten wir Benjamin morgen noch mal in die Zange nehmen. Wie gesagt, morgen, weil für heute ist Feierabend. Bis morgen. Wiederschauen. So, einmal Forelle. Dankeschön. Und 2-mal Zander. Das sieht aber gut aus. Auf jeden Fall. Dem schließe ich mich an. Guten Appetit. Danke. Das ist ein ordentlicher Fang gemacht, Joe. Respekt. Ja, ich gebe heute die größte Mühe für meine Gäste. Ja. Sie sind wohl ein Fischflüsterer, Herr Kaspar. Ja, ich würde eher sagen, ein Naturtalent. Frau Krasseckers Nachbar angelt auch, aber der bringt selten was nach Hause. Ja. Und du fischst das erste Mal seit Jahrzehnten und verköstigst gleich das gesamte Times Square. Ja, wer Co, der Co. Aber echt. Wunderschön. Morgen, Daniel. Morgen. Morgen. Und wie war es gestern Abend im Times Square? Also, die gegrillte Forelle war echt lecker. Ah, dann gibt es vielleicht bei Ihrem nächsten Schrebergarten-Grillfestel auch mal gegrillte Forellen. Das ist gut möglich. Jedenfalls haben die Frau Hartelmeier und ich ihrem Mann nahegelegt, dass er sich einmal mit Herrn Kaspar über das Angeln unterhalten sollte. Und was hat Herr Hartelmeier dazu gesagt? Ja, ich sage einmal so, wenn sein Fischeimer erst einmal richtig voll ist, dann wird sie seine Laune schon auch wieder bessern. Ja. Allerdings. Was für ein Glück, dass du ein Fischgeschäft hast. Jedenfalls hast du gestern Abend mein Menü gerettet. Die Rechnung überweise der Gleichheit um. Ja. Und wenn ich wieder einen Fischabend plane, dann melde ich mich etwas früher wegen der Bestellung. Alles klar. Servus, Toni. Moin. Sven! Hm. Wie lange stehst du schon da? Lang genug, um zu wissen, dass du uns gestern Abend allen ordentlich was vorgemacht hast, Joe. Hätte ich meine Gäste hungern lassen sollen? Was soll ich denn machen, wenn nichts beißt? Auf deine Tafel schreiben, vom Chef persönlich gekauft? Wie schaut denn das aus? Na, warte mal. Moin, Herr Stadler, was gibt's? Aha, also ist Heise Junior jetzt in der Firma, ja? Gut, bin schon auf dem Weg. Bis gleich. Ja, muss los. Du kümmerst dich um deine Tafel, ja? Ja, Heise. Wie lange lief denn Ihre Affäre schon? Mit der Verlobten Ihres Vaters? Ja, wir haben eindeutige Handynachrichten zwischen Ihnen und Sonja Herbert gefunden. Hier. Sie glauben jetzt aber nicht, dass ich meinen Vater deswegen umgebracht habe, oder? Ich meine, die Sache mit Sonja war casual. Nichts Ernstes. Blöd, dass es mein Vater rausgekriegt hat, ja. Also hat Ihr Vater davon gewusst? Aha. Wie hat er darauf reagiert? Er hat mich gefragt, ob ich meinen Spaß gehabt habe. Da war die Sache erledigt. Gut, und wer sagt uns jetzt, dass das stimmt? Vielleicht hat er Ihnen ja auch mit Konsequenzen gedroht. Quatsch. Quatsch. Jetzt passen Sie mal auf, Ihr Vater hätte heute einen Termin beim Anwalt gehabt. Wenn wir da herausfinden, dass die Überschreibung von Knödel Heise an Sie danach passé gewesen wäre, dann haben Sie ein Problem. Ich habe keine Ahnung, was mein Vater beim Anwalt wollte. Aber er hat mich in dieser Firma gebraucht. Danke, Frau Lange. Gerne.
Morgen, die Damen. Herr Hansen, ich habe gehört, das Fischessen gestern war ein voller Erfolg. Mhm, hat der Daniel erzählt. Ach so, ja, hat gut geschmeckt. Ja, also, dass der Joe ein solches Glück beim Angeln gehabt hat. Ja, eher ein Hilfershelfer namens Toni. Ah, ist der auch Angler? Fischhändler. Na. Doch. Also. Ja. Danke. Ach, guten Morgen, Herr Stadler. Morgen. Ja, was ist denn los, Herr Kollege? Haben wir einen Parkplatz gesucht? Also da, wo ich sonst parke, stand ein Auto mit dem Kennzeichen PA irgendwas. Also sowas. Immer diese Passauer. Ja. Aber schwamm drüber. Ja. Ja, Parkplatz hin oder her. Ich habe vorher gerade mit dem Anwalt von unserem Opfer telefoniert. Und es ging nicht um den Sohn vom Heise, sondern um eine Rückforderung von 40.000 Euro. Das ist ja genau der Betrag, den der Heise Senior seinen Verlobten gegeben hat. Ja, ganz genau. Aber bei einer Schenkung hätte er doch keine Chance gehabt, die Summe zurückzufordern. Es gibt Ausnahmen. Der Anwalt schreibt nämlich, laut § 530 Absatz 1 BGB kann eine Schenkung widerrufen werden, wenn sich der Beschenkte durch eine schwere Verfehlung oder groben Undanks schuldig macht. Zum Beispiel, wenn die Verlobte mit dem Sohn des Schenkenden fremd geht. Das wird also der Heise Senior von seinem Anwalt. Aber kurz vorher wird er ermordet. Damit hat Sonja Herbert ein Motiv. Frau Stockel, was anderes hat sich jetzt der Herr Mohr schon gemeldet wegen des Schießsportvereine? Nein, noch nicht, Herr Stadler. Na gut, dann rufe ich noch, es hilft ja nicht. Die passt aber. Voller Ideen. Frau Stockel. Frau Grasecker, Sie werden es nicht glauben, wo der Joe sein Fisch her hat. Der hat einen Freund, der ist Fischhändler. Wie bitte? Der Herr Kaspar hat den Fisch gekauft. Ganz genau. Oh, und der Herr Hartlmeier war gestern Abend noch ganz geknickt, weil er noch nie so viel gefangen hat. Ja, jetzt wissen Sie warum. Ja. Danke, Frau Stockel. Servus. Mein Gott, ist das peinlich. Dann müssen Sie wohl noch mal mit den Hartlmeier sprechen. Hm? So, beim Herrn Mohr nach wie vor die Mailbox. So, ich sollte doch die Finanzen von dem Werner Hopf checken. Mhm. Bitte schön. Danke. Und? Im Moment. Der hat jeden Monat 5.000 Euro überwiesen bekommen? Und das Ganze seit 5 Monaten. Und zwar von einem Nummernkonto aus der Schweiz. Und dieses Nummernkonto gehört dem Herrn Heise. Das haben mir die von der Zürcher Bank gesagt. Und außerdem hat er eine Einmalzahlung von 25.000 Euro bekommen. Auch von unserem Opfer. Aha. Danke, Frau Stockel. Bitte. 25.000 Euro hat doch der Hopf als Strafe zahlen müssen für die Unterschlagung bei Heisigmühl. Ja. Herr Hopf hat also sein Leben mit dem Geld von Roland Heise finanziert. Ja, aber warum zahlt der Heise Senior den Hopf weiter, obwohl er ihn doch selber kündigt hat? Hat der Hopf vielleicht erpresst? Ich glaube eher, dass die beiden bei der Steuerhinterziehung gemeinsame Sache gemacht haben. Und nur Hopf hat den Kopf hingehalten, als die Sache aufgeflogen ist. Ich meine, für Heise als Firmenchef wäre die Strafe weitaus höher ausgefallen. Eigentlich kaum vorstellbar, dass der Hopf dann seinen Gönner umbringt. Ja, dafür hat er jetzt ein ganz anderes Problem. Ja, das stimmt. Ja, Frau Hartlmeier, es tut mir leid. Gut. Ja, wir sehen uns, gell? Ja, servus. Wird gerne. Und was hat die Frau Hartlmeier gesagt? Meine Frau's lieber nicht. Ich bin den Rest des Tages außer Haus. Herr Donato, eigentlich haben Sie mir den ganzen Ärger eingebrockt. Und was habe ich eingebrockt? Ja, dass der Herr Kaspar ein Angelprofi ist. Nur deswegen habe ich zum Hartlmeier gesagt, dass er sie bei ihren Tipps holen soll. Ich dachte, dass Ihr Nachbar von Joe wirklich etwas lernen kann. Ja, das Einzige, was man in der Hinsicht wohl vom Joe lernen kann, ist, wie man einen guten Umgang mit seinem Fischhändler pflegt. Wer kauft nur denn? Entschuldigung, für mich, dass ich jetzt erst da bin. Aber die Schießsportanlagen, die sind ganz weit draußen. Und da ist der Handy einfach ausgesprochen bescheiden. Und außerdem. Nein, sind Sie ja da. Setzen Sie sich doch. Jawohl. Oh mein. Und? Ach so, ja. Folgendes. In einem von diesen Vereinsheimen sind so verschiedene Flyer ausgelegt. Also so für Ort-Freizeitangebote. Also sagen wir mal, Kletterpark im Sommer und Skitouren im Winter, Pilze bestimmen im Frühherbst. Herr Mohr, wie gesagt, gell? Ja, ja, schon klar. Und einer von diesen Flyern war von der Erlebnisagentur von der Sonja Herbert.
Und das ist schon hochinteressant, was die da im Angebot gehabt hat. Mella. Frau Herbert, schauen Sie mal, das ist ein alter Flyer von Ihnen. Hä? Wildnistraining mit Survival Coach. Spuren lesen, Wildkräuter sammeln und mit einer Schleuder schießen. Hä? Ich erinnere mich vage. Ja, da helfe ich im Gedächtnis gerne mal auf die Sprünge. Der Coach hat bestätigt, dass Sie dieses Erlebniswochenende für Ihr Agenturprogramm ausprobiert und anschließend für eine Gruppe gebucht haben. Und über diesen Trainer haben Sie mehrere Sportschleudern erworben. Das ist so lang her. Mhm. Lang genug, um zu lernen, wie man mit so einem Drum richtig schießt. Und das haben Sie vor 2 Tagen getan. Und zwar auf den Roland Heise. Benjamin Heise hat gestanden, dass sein Vater über Ihre Affäre Bescheid gewusst hat. Und er hätte heute einen Termin beim Anwalt gehabt. Wir wissen, dass er seine 40.000 Euro von Ihnen zurückhaben wollte. Ihre Zukunftspläne wären dahin gewesen. Es hätte auch keine tollen Reisen mehr gegeben. Ich habe Roland ja extra nochmal angerufen. Wollte ihm alles erklären. Und dann hat er mir von seinem Anwaltstermin erzählt. Die Rückzahlung der 40.000 hätte das Ende meiner Agentur bedeutet. Also haben sie Schleuder und Eiswürfel eingepackt und haben vor der Firma gewartet, bis alle Büromitarbeiter weg waren. Und dann haben sie auf Herrn Heise geschossen. Seinem Sohn hat Roland verziehen. Mir nicht. Gut, Frau Herbert, Sie sind vorläufig festgenommen, weil Sie im dringenden Tatverdacht stehen, Roland Heise ermordet zu haben. Bitte! Geh mal! Kollegen, abführen bitte! Tja, Herr Stadler. Jetzt müssen Sie Ihren Erlebnisurlaub wohl woanders buchen. Also, Herr Hansen, mit Ihnen ermitteln dürfen, das ist für mich aufregend genug. Oh.